Ein herzliches Willkommen zurück zu Creedfall. So, wir sind hier im Lager angelangt und wollen jetzt mal schnell ein, zwei Sachen noch machen. Einmal gibt es hier was Neues an Matthäus. Der östliche Außenposten. Dieser Außenposten im Osten von Sametris soll die Stadt vor möglichen Angriffen schützen. Das haben wir nämlich noch nicht gelesen gehabt. So, was ist das? Dinland und Jorkland? Tenlan, diese dick gepanzerten Kreaturen leben in Gruppen. Grundsätzlich sind sie nicht aggressiv, solange man ihren Nestern fern bleibt. Wer ihre Eiern jedoch zu nahe kommt, wird sich ihnen entgegenstellen müssen, sollte dabei vorsichtig sein, denn sie können sich mit Leichtigkeit vergraben und Überraschungsangriffe ausführen. Das machen wir einfach nur. Ach, Limini. Ja, ja, das haben wir alles schon. Bla, bla, bla. Gut, dann kann ich hier Punkte reinjagen. Schauen wir mal, was haben wir da? Wenn wir die Anzahl der alchemistischen... Wirklich die Rückgewinnung von Zutaten nahe des Explosionsorts von Pfeilen und Granaten, das machen wir. Und dann will ich mal noch mal kurz was schauen. Und zwar Handwerk... Nee, war doch Handwerk. Wissenschaft. Level 13. Level 13. Ich will nochmal kurz was schauen. Das ist Fertigungslevel. Aber ich will ja genau das hier. Das Wissenschaft. Also ich muss in Wissenschaft ein bisschen Punkte dann noch reinjagen. Jetzt machen wir Folgendes. Und zwar jetzt gehen wir zurück zu unserer Hauptstadt, um mal mit Konstantin zu reden, was wir denn hier Schönes alles schon erledigt haben. Oh, wer bist du denn? Brauch deine Feder. Oder deine Feder. Als mir tut. Sonderschwamm ist auch immer lecker. Ich wollte eigentlich das aufsammeln, aber das ging nicht. Was ist das? Ist in dem Gewässer, ja, das kennen wir. Ja, genau. Da wollen wir hin. Ja. So, jetzt kommen wir wieder in das komische Lager, wie immer, was ich immer noch nicht verstanden habe. Was wir mal machen könnten, ist mal schauen, ob wir was verkaufen können. Ja, das habe ich jetzt eigentlich auch. Oh. Ja, Moment. Okay, halt, stopp. Stahlflorett würde mehr Schaden machen, aber weniger Rüstungs. Nee, ich behalte das. Aber, wieso kann sie das nicht nehmen? Ach, weil sie nicht bewegt. Okay, alles klar. Gut, dass wir das gemacht haben. Ja, da kriegst du auch das hier. Sehr schön. Dann Mama. Halt, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Oh, Alter. Ach, Alter, stimmt. Hm, ja. Genauigkeit 3 brauche ich da. Aber das ist eigentlich schlechter. Die Laufpistole ist auf jeden Fall auch schlechter. Also dann gucken wir mal. Petrus. Nee, nein, oh, nee, hier. Lass uns mal schauen. Betäubung weniger, Feuerrate plus 1. Nee, oder? Nee. Ich glaube, das lassen wir so.
Okay, dann gucken wir mal schnell, was wir hier noch haben. Ist das irgendwie besser? Nö, also gut. Mal noch Oberkörper. Nee, das ist alles irgendwie nicht so dolle, muss ich sagen. Sag mal, was hast du eigentlich für eine... Ah, du hast eine Krone. Okay, jetzt mal schauen. Färbenlaser-Tunika hat sie. Es würde Giftreduktion geben. Was ist das bunt? Ja, ist schwer. Ich glaube. Werde ihr. Ach so, dann, wenn ich das ihr aber gebe, habe ich kein. Ja, dann habe ich kein Dings mehr, ne? Ich kann den auch austauschen im Notfall, wenn ich in irgendeinem Gebiet bin. Erster Offizier, nee, das wird nicht zu schlagen sein. Okay, also haben wir jetzt alles. Schauen wir nochmal hier kurz, was Handschuhe angeht. Nee, da glaube ich nicht, dass ich irgendwas... Jagdhandschuhe. Das wäre besser. Dann machen wir das doch, oder? Dann können wir nämlich ordentlich verkaufen. So, jetzt können wir gut verkaufen. Wie viel Geld habe ich? Oh, geht so. Okay, also weg damit. Weg damit. Weg damit. Das verkaufen wir auch mal. Oh. Haben wir schön Geld. Jetzt müssen wir gucken. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, Wissenschaft plus 1. Was haben wir hier? Das behalten wir, Handwerk. Müssen wir mal was gucken, weil, mal ganz ehrlich, ich habe hier Wissenschaft. Okay, ja, ich dachte schon. Weg damit. Gut, jetzt haben wir es aber. Und wir haben wieder einen Haufen Geld. Sehr gut, weiter. Dann gehen wir hier mal weiter. Schauen mal, was wir so Konstantin zu erzählen haben. Nein. Hier ist schon auch schön. Die Tapete irgendwie. So. Jetzt, mein Freund. Cousin! You have returned to me. Your absence was sorely felt. You don't appear to be in top form. Are house intrigues keeping you from finding proper sleep? No. Nothing to bring me nightmares as of yet. I'm blaming it on the change of diet. Oh. Now, tell me what adventures you've been up to. If you only knew how bored I grow behind these walls. I would like, if you would allow me the honor, to introduce Bishop Petrus, emissary of Ptolemy. Your Highness, may the light warm you in its holy embrace.
enchanted to meet you, my father. I've come here to present respects from Teleme and best wishes from the Mother Cardinal. She has my most sincere thanks. But before speaking further, I would like to discuss matters with my cousin, if you would be so kind. Können wir seine Eltern mal fragen? Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my absence. Okay, von den Treffen mit den Gouverneuren berichten. I've been to the neighboring cities, as you asked of me. Tell me then, was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing, and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be the result of a curse. A curse cast by a demon. An evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats and... But I should let you finish, my daughter. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place. But they are unable to get to the bottom of it. Mir fällt gerade auf. The population keeps its secret. Es sind ja all meine Leute dabei. We might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Teleme and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on her investigation. Das finde ich cool. Very well then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my daughter. Thank you. Have no fear, Constantine. I will take care of all matters at hand. Anything else? Ah, ja. Gibt's hier noch was? Sein Leben als Gouverneur. Are you liking your new role as a governor? How does it feel? Honestly, once the thrill of the first few days is over, it's boring. I receive delegations from everywhere. They arrive with their arms full of presents to make me sign some agreements. Most of them take me for a fool, who will be easily convinced by some silver trinket. I would love to simply brush them all off and work on some real projects. I have so many ideas to make this city, this island, truly amazing. Ja, dann mach die Verbindung der Kongregation. How are relations with our allies? Oh, they bow and scrape, and they regularly assure me of their unwavering friendship, so that they can better try to convince me to embrace their point of view, and only theirs. Teleme wants to convert me, and the Alliance assures me that only they will allow us to benefit from progress. They're a bunch of old foxes, but they take me for a young, brainless rabbit. The only thing they really want is to increase their influence on this island. With our help. Okay, dann würde ich sagen... I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Mach ich. Wir gehen zu meinem Lager erstmal kurz. Ich habe irgendwas nebenher gesehen. Kurt hat eine neue Quest oder irgend sowas. Das wollen wir, glaube ich, als erstes machen, weil ich es wichtiger finde, dass meine Charaktere irgendwie aufsteigen und dazu leichter zu kämpfen. Weil ich bin immer noch der Meinung, dass wenn die aufsteigen, dann wird es für mich einfacher. So, sprich mit Kurt. Greenblood, my friend. My contacts have spoken.
I was able to discover the location of this infamous Phantom training camp. Do you still think they should be held accountable? More than ever. You know that I recruited Reyna. I want to know what kind of hornet's nest I led him into. I want to know what these madmen did. But I fear, if I go alone, I might not be able to control myself. And I won't learn anything. Killst, ne? But you're already very busy. Come find me again when you have less to do. Nee, das machen wir jetzt. Anything else? Nee. Was für Reyna gefühlt hat. You seemed really attached to Reyna. He brought some memories back. I was a bit like him at his age. I felt responsible for his well-being. After all, I recruited him. Why? Don't tell me you're jealous of this poor kid. Nee. Sagen, dass es darum ging, ihn besser zu verstehen. Don't be foolish. It's just that you seemed so hurt about everything he went through. I wanted to understand how you felt. That's kind. I'm sorry I made that stupid comment. This whole matter makes me kein nervous. Problem. I should have known that you were far too subtle to feel like that. Anything else? Plus zwei. Ob er erfreuliche Kindheitserinnerungen hat. You told me that you enlisted at a very young age. But do you have any pleasant memories of your childhood? Some, yes. Why? What kind of memories were you thinking about? Wir bitten dir, von einem glücklichen Augenblick zu erzählen. Tell me about a happy memory of yours. A memory that makes you smile. I have a few sweet but blurry memories of my Zeugammel. I remember her smell of crushed flowers and herbs. But when I try to remember something happy, it's the memory of a later event that stirs. The memory of a day when we skipped training to go for a swim in the river. It was spring. We waded for a good part of the afternoon into a marvelous little cold stream. Running over a bed of round pebbles. Isn't it odd that that appears to be my happiest memory? No, it was a moment of freedom. You were carefree. I guess that's why you remember it. You're right. Since that day, there hasn't been much Schon interessant. For being carefree. Anything else? Also man kann hier auch ein bisschen mit seinen Charakteren eine Beziehung aufbauen. Was sind das hier? Also, was habe ich denn jetzt hier? Werte auf Expedition. Wo ist denn Kurt's Quest hier? Sprich mit Kurt. Greenblood, my friend. Ah, I can't stop thinking about Rainer and what happened to him. Let me know when you're ready to accompany me to those bastards' ja, training camp. But you're already very busy. Come find me again when you have less to do. Anything else? Ich kann das noch nicht. Okay, dann muss ich sagen. Guck mal. Schau mal hier. Hier ist nix. Petrus, ja, Gefangene. Treffen zwischen Ulan. Okay, also werden wir hier hingehen. Keine Ahnung. Gehen wir zur Oststraße. Ach, war das nicht da, wo diese üblen Typen standen? Wen haben wir eigentlich mit? Oh! Beide haben eine Quest, ja, aber ich habe doch mit beiden schon gesprochen. Ich probiere es noch einmal. Greenblood, my friend. I can't stop thinking about Rainer. Ja, weiß ich. Let me know when you're ready to accompany me to those bastards' training camp. But you're already very busy. Okay, come find me. Anything else? I must leave you. Also, dann machen wir jetzt mal die Quest als nächstes fertig. Würde ich sagen. Und da hinten standen doch relativ starke Gegner. Ah ja, interessant.
Wir speichern lieber mal eine Runde. Und dann gucken wir. Wir schauen auf jeden Fall hier rein, vielleicht, oder? Aber ich will jetzt wissen. Ach nee, das waren die mit dem Totenkopf. Fällt mir gerade ein. Nee, dann lassen wir das. Ich würde gerne das aufsammeln. Gehen wir hier. Warte, nochmal gucken. Ja. Hier rein. Ja. Ist das gut, was ich hier mache? Weiß ich nicht. Aber diesmal. Wie sehe ich denn, welchem meine. Ah, so. Machen wir nämlich hier. So, kommt die kleinen Stinker. Lass sie hier durch. Alter, sind das viele. Sehr gut. Ich helfe dir. Sehr gut. Gut gekämpft. Sehr gut gekämpft, muss ich sagen. So. Alles nehmen. Das weiß ich nicht. Komm, wir gehen hier mal durch. Auch wenn ich relativ ungern, glaube ich, durchlaufen möchte, aber es muss sein. Ein bisschen nach oben gucken. Was ist denn das? Ah. Das ist Erz. Ich muss mal nach oben gucken. Ich bin ein bisschen irritiert, was diese. Wie heißen sie nochmal? Diese Flatterviecher. Ja, ah, sehr schön. Lager. So. Allerdings eigentlich in diese Richtung. Weiter, Jungs. Ja, ist voll richtig, wenn ich lang latsch. Ah, da sind sie schon wieder. Ist das nur einer oder was? Oh Gott. Er hat sich aber schnell gedreht. Ah nee, da kommen schon der Nachschub. Verstärkung, nicht Nachschub. Ey, ich bin gerollt. Sehr gut. Ich kann schon was. Der eine vergiftet, der andere macht mit seiner komischen Lichtmagie, aber ist auch echt geil, was Dings angeht, muss ich sagen. Kämpfen, hey. Also Nahkampf ist. Oh, das sind schon wieder diese Viecher. Nahkampf ist für den auch echt kein Problem. Kommt, hilft mir. Ja,
Oh, wieso hat er noch gedacht? Er hat doch auch Blut saugen, oder? Oh, da hinten, ey. Auf die habe ich ja keinen Bock, ey. Ich will jetzt echt ehrlich sein. Gehen wir erst hier lang. Recht. Ah, sehr schön. Fähigkeiten sind immer gut. Das heißt, das ist halt auch schon lustig. Granaten? Komm, wir sparen darauf. So, wo bin ich? Was ist das? Düstere Höhle. Ich will ja hier hin, Leute. Muss ich gegen diese blöden Dicken kämpfen? Ja, ich glaube schon. So schwer waren die jetzt nicht. Ja, das ärgert mich. Warum sind die nicht in meine geile Falle rein? Ach, ich kann sie wieder mitnehmen. Das ist cool. Also gut. Warte mal. Nee, wir gehen mal hier schnell hin. Hier rein, oder? Was stand da? I can't do that. Interessant. Funktion ein bisschen noch nach oben schrauben, so wie es aussieht. Weit am Wasser. Da sind Viecher. Aber da will ich jetzt ehrlich gesagt jetzt noch nicht hin. Der Schweingärt, mein Freund. Ob ich gar nicht gesehen, warte mal. Leuchtet da was? Ich probiere es doch mal mit einer Falle. Komm her! Nicht hier hin. Oh, warum macht ihr das nicht? Ich häng fest. Wollen alle da nicht hin. Und laut nicht. Geh doch in die Falle, verdammte Axt. Jetzt. Wo alles vorbei ist. Ihr seid witzig. Okay, mit Fallen, das müssen wir noch ein bisschen üben, glaube ich. Das dürfte besser laufen. So. Wir haben eine Lichtung. Oh, nichts ist. Okay, das enttäuscht mich natürlich sehr. Wir gehen mal hier weiter. Oh Gott, wir haben kurz erschrocken. Direkt vor mir liegt ein Viech. Und ich mache keinen Schaden.
Alter. Oh Gott. Gut. Glaube, ich muss die ein bisschen machen lassen. Echt krass. Uiuiui. Oh. Ui, ui. Das war knapp. Könnte auch mal Heiltränke kaufen. Die waren hart. Die waren echt hart. Jetzt will ich aber mal kurz was schauen. Und zwar Kupferdenland. Das Kupferdenland ist stärker und mächtiger als sein Vetter. Aha. Ja, der war nicht ohne. Okay. Dann... Was ist das hier? Lagerbereich? Ich bin doch ein Depp. Da hätte ich jetzt Pause machen können. Naja. Wo ist der Lagerbereich? Ach, ich bin vorbei. Da ist der Lagerbereich. Lage ein Lager im Hintergrund. Da hab ich. Hier liegt ein und da liegt auch ein Hof. Warum liegt das Zeug rum? Gibt mir das? Das ist nicht so recht. Oh, Fähigkeiten-Ding gefällt mir aber sehr gut. Dann auch noch so einfach zu erreichen. Super. Ja, und jetzt können wir nämlich schön hier Granaten werfen. Das finde ich schon witzig, ne? Weißt du, so, die Falle. Magiebombenwurf. Das betäubt. Das. Warte mal, wir machen das so. Betäubung machen wir auf. Muss nachdenken. Bombe. Ja, Bombe machen wir, glaube ich. Betäubung machen wir auf 4. Giftbombe machen wir, weil da haben wir nämlich auch noch relativ viel, machen wir auf links, ja. Und dann... Giftfalle machen wir dann auf 5, oder? 5. Elementarfalle macht man dann auf 6. So. Also. Dann wollen wir mal, was ist das da hinten? Das ist eine Truhe. Da will ich nochmal hin. Liebe Truhe. Oh, komm schon. Bin ich da trotzdem irgendwie hin? Mal schauen. Ja, ich würde da schon hinkommen. Ja, es tut mir leid. Es gibt eine geile Truhe und Truhen muss man öffnen. Es ist einfach so. Ist noch weiter oben so. Naja. Ach. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Wir werfen da mal eine Bombe rein. Ist vergiftet.
Heidenei, so war das nicht geplant. Ja, wir gehen auf den zuerst los, komm. Boah, das ist knapp. Ich glaube, ich sollte mal hier kurz... Jetzt auf den Penner. Ist das dumm. So, jetzt so in der Mitte. Ach. Ärgerlich. Oh, das war knapp. Oh Gott, warte. Oh, er will mich. Komm, mach mal das Viech weg hier. Ich trau mich jetzt gerade nicht mehr ran. Ich habe nicht mehr so viel Leben und ich habe keinen Bock. Na gut. Oh, das hast du wieder von. Wütendes Dandrick. Ja, das war nicht ohne. Tankmunition. Hä, wo ist der geile Schatz? Wo ist denn der Schatz? Aha. Okay, ich bin zu weit gelaufen. So, wunderbar. Okay. Glaube. Ich glaube, wir machen tatsächlich hier eine Rast. Schlafen eine Runde. Zur Abenddämmerung. Machen uns jetzt auf den Weg. Wir sind immer noch tot, sehr gut. Und dann schauen wir mal. Ach so. Dann machen wir das halt so. Ja, das kennen wir. Na, weiter. Okay, die schwarzen Lande. Dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.